und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mr. Angezockt spielt die unglaublichen Abenteuer von Van Helsing. Wir sind hier noch im Startmenü. Ich wollte euch nur mal meine super tolle, rare Knarre zeigen, die wir letztes Mal gefunden hatten. Macht wirklich unglaublich guten Damage und sieht noch gut dabei aus. Und was ich gerade hier im Menü noch ein kleines Gimmick entdeckt habe, ist, man kann hier die Maschine bedienen, die im Hintergrund läuft. Und ich denke, es hat keine Auswirkung auf irgendwas, aber ja, nette kleine Sache, soll uns aber jetzt nicht weiter beeindrucken. Wir gehen einfach mal weiter und direkt zurück ins Game. Und schon direkt im Game angekommen, geht's auch weiter. Ich muss mal gucken, hatten wir uns her telefoniert? Galgensumpf Süden, ach, da hatten wir den Teleporter gefunden. Und dann, also hier, wir sind jetzt schon einige Abschnitte, den Gorgonenpass hier haben wir angefangen. Dann in Makovia angekommen, hatten wir den krächzenden Wald, dann den Werwolf getötet und die ominöse Vogelscheuche und den Tintengraben. Und wir werden schon wieder erwartet. Wo ist Katharina? Will sie nicht mitkämpfen? Mehr für den Damage machen kann. Und da hinten warten schon die Nächsten. Jetzt habe ich irgendwas gedrückt, das wollte ich eigentlich nicht drücken. So, oh, hier sind Rusalkas Meister. Die holen wir uns vielleicht erstmal ein bisschen später. Ich gehe mal zurück. Zwischendurch wieder die Blitze. Ach, hier steht noch eine. So, ich mache mich mal dann vielleicht von der. Das ist jetzt alles neu gespawnt, weil ich neu gestartet habe, oder wie? Puh. Dann haben wir hier noch eine große Aufgabe im Fächer. So, wäre gut zu wissen für nächstes Mal, dann mache ich die Abschnitte erst immer ganz fertig. Puh, guckt euch das mal an, was für Mengen. Ich denke gleich nochmal dran. Dann müssten aber ja auch die Kisten wieder voll sein. Hier hinten war wohl keine mehr. Schön weiter. Aber auch echt gewaltigen Schaden, wenn die zweimal treffen, ist man tot. Muss ich erstmal wieder ein bisschen einspielen. Gestern oder bei der letzten Aufnahme hatte mein Weglaufen ein bisschen besser geklappt. So, unser Geist ist auch da. Hier irgendwo. Oh. Leichtfletterer. Und da ist ein Elite-Fletterer dabei. Da haben wir einen Wirbelstürmer. So. Irgendwas Gutes haben wir noch verloren. So, jetzt ist nur noch ein Chief da. Der Elite wird dann persönlich. Oh! Schnell einen Trank trinken. Der macht schon gewaltigen Schaden. So, aber da schauen wir doch jetzt mal nach, was wir so gefunden haben. 20 ist jetzt nicht so. Schwert macht mehr Schaden wie ihren Schaden. Kriegt sie dann auch ein paar Ringe. Naja, nichts, was wir direkt verwerten können oder wollen.
Na, was höre ich da? So. Oh, hier sind die Meister. Da mache ich auch mal hier wieder mit Tornado, Feuertornado, Eisschaden. Die sind echt voll. Das war es natürlich auch. Blöd in der Ecke. Ich konnte in keine Richtung mehr abhauen. Aber wir lassen uns in das Stadtriech spawnen. Da sind wir ja schnell wieder hingelaufen. Ich bin zu geizig, dafür Geld zu bezahlen, hier jetzt am Map-Anfang wieder gespawnt zu werden. Ach, eigentlich könnten wir ganz schnell den Schrott verkaufen, den wir hier gefunden haben. So, der Ring hilft nicht weiter. Das hilft nicht weiter. Hilft nicht, hilft nicht, hilft nicht. Dann alles verkaufen. Und schnell zurück ins Getümmel. So, ich muss erstmal wieder die richtigen Tasten finden. Und dann sprinten wir gleich los und suchen, wo die Kiste, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Wer ist denn da noch? Lebt da noch einer? Nee. Aber hier hinten muss doch irgendwo. Denke ich von der anderen Seite. Irgendwo müssen einer ist übrig geblieben. Hier zwei. Tornado. Oh, was ist denn mystisch? 850 Schaden haben sie, oder Lebenspunkte. Mal für die Katharina heilen, aber ich sehe gerade, sie hat es nicht wirklich nötig gehabt. Schnell auf den Nachkampf fallen. Blauen Kram soll die Katharina. Oh, telefonieren wollte ich mich nicht. Ich wollte eigentlich wieder die Waffe aufs Gewehr zurückwechseln. Unser erster überhaupt rarer Gegenstand. Ich hoffe, dass wir da auch ganz schnell ein paar mehr finden. Warum die beiden hier eine andere Farbe haben, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich, weil es so Nebenquests sind. Und das andere der Hauptquestweg ist. Immer noch auf das Schwert. Da ist ein Steingötze. Sieht mir auch nach einem Nebenquest aus. That's clever. So you can move the idol. Totally mysterious reasons. Ich hab jetzt leider der Dings nicht ganz so gehört. Wir haben hier eben gerade die Statue bewegt. Aber warum? Kommt auch wieder welche. Die mit dem Gift, das wäre echt nervig. Hier, da ist einer. Außerdem Quaken. Na? Ist da noch einer? Versteckt im Gras. Versteckt hat er sich. Naja, wir lassen sie mal bewegt. Ich weiß zwar nicht warum. Aber einen Schaden. Wie lange?
Pfeilspucker Doppelbohrung. Habe ich ihn aufgenommen oder sie? Ah, mit O. 23 Schaden, 29 Waffenschaden, Giftschaden. Ich denke, der ist für sie besser. Ein Eisschaden, Basisgeschicklichkeit. So. Das ist eigentlich alles wieder noch Schrott. So, gehen wir mal hier. Die. Was sind das hier für welche? This statue looks really special. I bet he used to be a great Vodiano king. Okay. Mit Ketten dran zum Strecken wahrscheinlich. Oh, was ist das hier? Ja, den können wir wieder bewegen. Katharina mal heilen. Bisher noch nichts passiert. Das ist das hier. Also muss man wieder ein bisschen wegrennen. Ach, Katharina, ja, Mann. Da ist ein Veteran. Das mag man gleich, die wollen. Ich muss auch mal jetzt einen Halt reinstecken. So. Lassen Sie mich wieder ein. Ah, oh, toll, Blitz in falsche Richtung gemacht. Super. So. Oh, ein Heiltrank, den lassen wir nicht vergehen. Gehen wir weiter. Oh. Was ist denn das? Please don't shoot! I invoke the pact between man and monster to leave each other alone. Who are you? My name is... just call me Professor Toad. Everyone does. I'm an archaeologist. I'm exploring the ruins of the early Vodianoi civilization. You must know that the pact was broken. So I've heard, but I trust you still respect it? Don't worry. And I also need your help. I'm looking for an ancient ink gate in the swamp. My friend, you are lucky. I know exactly where it is. Let me show you on your map. Gehen wir jetzt in die Map, oder wie? Ja, da kämpfen wir erstmal. So, you really should visit our ancient runestones. They're exquisite. If you happen to find any ancient Vodianoi remains, I'll buy them from you. I'm planning to open them. If I hear anything interesting, I'll be sure to let you. I heard wolves howling in the southeast. I thought they didn't live. If I hear anything interesting, I'll be sure okay, to let you know. Nichts mehr zu sagen. So. Guckt euch mal echt die Grafik jetzt von den Büschen vom See an. Das ist echt spitze, muss man sagen. Echt toll gemacht. Ich wollte eigentlich noch mal gucken. Ach nee, genau, die 5 Bomben hatten wir abgegeben. So, ich mache jetzt nochmal auf die Map hier in groß. Hier hinten sind wir alles abgelaufen. Ich gehe jetzt nochmal zu der Statue von dem komischen König, weil ich habe jetzt hier an 4 von den Dingen gedreht oder an 3. I'll buy them from you. I'm planning to open a museum. Ich dachte eigentlich, vielleicht haben wir Glück und da gibt es irgendeinen Eingang. Aber dann gehen wir einfach weiter. Da hinten sind wieder ein paar
Also jetzt haben wir an 4 gedreht. So. Die können nichts. Aber sobald es dann wirklich um einen Veteran oder sowas geht, da hinten ist ein zweites Questziel, aber ich hab jetzt... Da muss doch was passieren. Gut, gehen wir erstmal dahinter. Okay. Ah, da sind ein paar Veteranen bei. Time to play with the toy soldiers. So. Natürlich nichts abgekriegt an Heilung. Wie viele Healing Potions habe ich denn? Nicht so wirklich viele. Da muss ich noch mal ein paar kaufen gehen, dann kann sie ein paar abhaben. Ah, ich habe auf die falschen Tasten gedrückt. Das sind viel zu viele. Ich habe 60.000, ich könnte ja fast das ausgeben, aber ich greife es zu. Da muss ich ein bisschen geschickter vorgehen, nicht einfach reinrennen. So, wieder zurück im Moor. Ich habe noch zwischendurch schnell alle Fundsachen verkauft. Und wie ihr vielleicht seht, unten bei den Tränken, ich habe die falsche Taste gedrückt, habe statt 10 Tränke mal 100 gekauft. Aber jetzt sind wir dann natürlich ein bisschen besser ausgestattet. Und vielleicht können wir dann auch hier ein bisschen geschickter kämpfen. Aber erst gucken wir mal, was so... Oh, eine Kiste. Schwere Handschuhe. Die sind gelb. Die gucke ich mir auch mal an. Ich habe halt echt gute Handschuhe. Und was das Schwert? Ist nicht besser als ihres. Naja. Machen wir erstmal hier. Das war auf jeden Fall nicht so klug, was ich hier gemacht habe. Ich renne einfach mal weg. Suspicious citizen detected. Halt. Suspicious citizen. Vielleicht gibt's unten. Halt. Suspicious citizen detected. Oh, was ist das hier? Oh je, oh je, oh je. Noch einen Trank trinken. Mal alle Zauber aktiv machen. Was ist denn das hier? Elektrisches Monster hat 1200. Ja, wollen die mir jetzt ewig nachlaufen? So viel ich jetzt hier erledigen kann. Terminate your hostile behavior. Und das blöde Monster geht mir vielleicht so weit auf den Sender. Ah, da waren sie wieder. Fire. Identify yourself. So, schnell geheilt. Und einfach mal ein bisschen wegrennen. Surrender. Surrender gibt's nicht. Hier ist der Professor. Ah, da. Halt. So, ich habe eigentlich gehofft, dass sie vielleicht gegeneinander kämpfen. Und nicht alle gegen mich. Das elektrische Monster haben wir gleich. Oh, ein Knochenrelikt. Sogar ein orangenes. Need healing. So, gut, dass ich die 100 Tränke gekauft habe. Errungenschaft freigeschaltet. Schwerer Umhang.
Was macht denn meine Lebensenergie? Machen wir nochmal die Zauber aktiv. Ja, wenn sie sich hier mit der Katharina beschäftigen. Reisemantel. Ja, so langsam haben wir aber wenigstens die meisten. Jetzt stehe ich gut. So. Wenn Katharina nicht aufsammeln will, sammeln wir mal auf. So, und gucken uns I und O ist es. Den Reisemantel erstmal an. Vom ist ein bisschen schlechter wahrscheinlich als unsere. Schwert ist Schrott. Was ist das hier? 2 Basis Zorn und 20 Basis physischer Widerstand. Sieht schon cool aus, aber irgendwie ist nichts besser als das, was wir haben. Schade. Jetzt gehen wir mal zurück. Ah, da ist noch der Professor. Dass wir hier noch wenigstens die Quest zu Ende machen. Veteranen-Tanten und das ist kein Veteran. Also von denen, wenn ihr Nahkämpfer seid, warten, bis sie ausholen und dann wegrennen. Weil so 1-2 Treffer von denen, die hauen jeden einfach um. Aber ich finde es ganz gut, dass ich auf Fernkämpfer geskillt hat. Okay. Dann schauen wir uns das Quest hier beim nächsten Mal an. Die Zeit für heute ist rum und wir können noch Stufenaufstieg machen. Das machen wir auch beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schreibt unten in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt. Ich finde es immer noch klasse. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.